Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ja, die vorgestrige Folge, muss ich ja sagen, war ein klein wenig... Ja, nun ja, man merkte, meine Motivation war nicht ganz so hoch, sagen wir es mal so. Aber wir sind auf unseren alten Erzfeind getroffen, den Joker. Und ja, in der heutigen Folge werden wir Joker weiterhin verfolgen, denn der hat sich im Stahlwerk verschanzt und hält Sionis gefangen. Und, naja gut, da wir Batman sind, können wir natürlich auch keine bösen Jungs zurücklassen und müssen jeden retten. Echt jetzt, ihr Pisser, wollt aufs Maul? Könnt ihr haben. Komm schon, steht auf, ihr Pisser. Uns wird's ja langweilig. Schlag die zum Klump! Komm schon, Pisser. Alter, ich hab... Das Kontern des Zombies, wenn du im Angriff bist, kannst du nicht mehr kontern. Das kannst du nicht machen. So. Und ob wir das können, Kollege. K.O. schlagen können wir jeden. So, warte mal, ich mach hier. Kleines K. Ah, so. Okay, die hätten wir ausgeschaltet. Und weiter. Richtung Stahlwerk. Wie es aussieht, müssen wir wieder auf die andere Seite. Oh Gott, ey, das ist so nervig. An das finde ich tatsächlich sehr persönlich nervig. Egal, wir fliegen mal so lange wir können und springen dann unten durch. Und dann können wir uns da mal. So. Ihr könnt uns mal. So, auf die andere Seite der Stadt. Wir sehen schon, jetzt ist hier alles verbarrikadiert. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war. Ah, sieht definitiv nach dem Joker irgendwie aus. Joker und Geschenke. Na, was dabei rumkommt, das wissen wir ja wohl. Der Pick. Wir müssen uns um den Joker kümmern, das ist wichtiger. Denn der Joker ist wesentlich schlimmer. Ledermaus. Was auch immer sie machen, Black Mask oh, kann's verlieren. Scheiße. Den würde ich auch gern mal ein paar rein. Geht mir genauso, aber glaubst du, wir können dem neuen vertrauen? Da sind noch Sionis, Leute. Der sich Joker nennt? Scheiße, nein. Aber anlegen will man sich mit dem auch nicht. Ist doch immer dieselbe Geschichte. Der Joker. Sie allein können sie ihren neuen Chef auch nicht. Was war das? Egal, wir zerstören mal eben. Das Ding hier vorne. Ich scoute mal eben ein bisschen rum hier. Es leuchtet hier rot. Okay, scheinbar nicht. Alles klar, dann können wir davon das nicht zerstören. Gerade während des Fluges nämlich gesehen, dass wir das auch noch können. Ist das der einzige Scharfschütze hier? Ja, sieht doch so aus, ne? Ja. Können wir mit dem Sprungangriff erledigen? Das ist jetzt mein Revier. Genau so in etwa. Und jetzt hier vorne, genau. Das war mal klar. Weil hier dürften die Pisser uns nicht mehr sehen können. Hoffentlich. Wenn die ankommen, kriegen sie aufs Maul. Alter, wie viele sind denn da? Der Typ ist hinüber, ich brauche Hilfe! Uah. Du Scheiße. Batman, das war idiotisch. Ah, ich will da drauf. Er wird überleben, weil die Spiegel von ihr wohl nichts hauen. Ich will nicht, dass ein Bündel Elend in der Ecke enden wie er. Okay, er kann nicht weit sein. Haltet die Augen offen. Okay, gucken wir mal, wer hier sonst noch so ist. Da unten ist einer. Wenn wir uns den ja eben schnell schnappen und geräuschloses Ausschalten machen. Hallo? Jetzt. Komm.
Alter, ist das scheiße. Wir waren doch hinter denen, da stand das doch auch. Wieso konnten wir das denn nicht machen? Was ein Scheiß, echt. Was ein Ka- also das fand ich jetzt tatsächlich mal wieder doof. Das sind so diese Momente, wo du denkst, mein Gott, was läuft hier falsch in diesem Spiel. Ein Enigma Datenpaket, aber immerhin. Ach ja. So viel lieben gerne mal. Ja. Wäre auch zu einfach, wenn man da hochlaufen könnte. Die stehen gerade so schön alle da unten in Reihe. Am liebsten würde ich mich einfach reinschmeißen und die K.O. prügeln. Jetzt habe ich gerade kein Bild mehr. Was ist denn hier wieder los? Sag mir nicht, ich habe jetzt wieder kein Signal auf dem Monitor. Boah, diese scheiß Amazon-Kabel. Kleiner Tipp an alle. Kauft kein Amazon-HDMI-Kabel. Die sind scheiße. Ah, so. Jetzt habe ich wieder Bild. Ihr hattet die ganze Zeit Bild. Ihr könnt das jetzt nicht gesehen haben. Aber irgendwie es hat da nämlich das Kabel einen Wackelkontakt. Alter, ja. Ist klar, haben die Waffen am Arm geklebt oder was? Alter, was ist das? Boah, echt, ich hasse diese Rauchbomben, diese Scheißdinger, echt, ey. Boah, ach, Joker, weißt du, verzieh dich. Ich dachte, in dir steckt mehr. Viel, viel mehr. Ich hasse es. Aber wer zum... Normalerweise verlieren die Waffen, wenn du die einmal ordentlich geschlagen hast. Nein, hier haben die am Arm geklebt. Weißt du, die können die nicht verlieren. Das ist... Ah! Weißt du, das ist wieder so diese Momente, wo du so denkst, mein Gott, wieso hat jede Mission seine Sonderregel? Was auch immer sie machen, Black Mask hat's verdient. Klar, den würde ich auch gern mal ein paar reinhauen. Geht mir genauso. Ja, da ist gleich der erste Gegner. Ist schön. Ja, da hätte ich eventuell drauf landen sollen. Egal. Erstmal auf uns aufmerksam machen. Boah, ich krieg doch die Kurze mit diesem Kack. Komm schon, komm schon. Oh. Mal kurz einen ferngelenkten Battle-Rang, der wäre jetzt nicht verkehrt. Ich hab gerade noch was gesehen da hinten. Wollte ich ja sagen, hier ist auch noch eine Trafostation. Die sind hier aber auch nicht beieinander. Ach Gott, echt, ich hasse es. Ja, da haben wir schon ordentlich jetzt nämlich wieder gefressen wegen diesen Scheißern. Was für eine Flasche hier ist. Wenn euch sowas passiert, wird der Boss euch persönlich töten. Verteilt uns über den Raum, der wird ja nicht an uns vorbeikommen. Das war taktisch mäßig schon nämlich sehr unklug, dass sie jetzt erstmal alle Bescheid wissen, dass wir hier sind. Das ist richtig, richtig nervig einfach nur. Ganz gerne unter die Gitter drunter. Nein, lass dich fallen jetzt bloß. So. Jetzt kommt nämlich zu rein. Komm näher, jawohl. Ein paar Granaten hier lang. Ja, kletterst du jetzt mal, du Scheißer? Alter, Ben, ich hasse, ohne Schweiß, ich hasse es. Echt, ey. Wieso drückt man bloß an einem Controller die Taste nach oben? Nicht weil man dahin möchte, sondern weil man Spaß dran hat. Man drückt die Taste einfach gerne. Oh Mann. Okay, der ist ausgeschaltet da unten. Ich weiß auch nicht, wie viele es jetzt ehrlich gesagt noch sind. Ich sehe da einen. Da zwei. Und hinter dem da auch noch einen. Wir können wahrscheinlich jetzt eigentlich einfach nur so durch die Tür gehen. Wir müssen die wahrscheinlich auch wieder mal erledigen. Kennt man ja aus diesem Spiel bereits. So, Frage ist.
Sollen wir einfach mal die hier vorne ausschalten, die zwei? Weil zwei Flachnasen, ganz ehrlich, sollten wir doch wohl ausgeschaltet kriegen, problemlos. So einen Geräuschlosen ausschalten oder so. Hallo, könntest du jetzt... Reich dich nicht so an mich ran. Pass das nächste Mal besser auf. Diese Steuerung ist teilweise echt beschissen. Okay. Jetzt haben wir die wieder mehr verteilt. Dann soll ich. Ja, jetzt sind da wieder drei. Und ist einer. Komm, sondert euch doch mal wieder ab hier. Ist noch einer hier oben. Das wäre schön. Jetzt geräuschloses Ausschalten. Bitte. Diesmal funktioniert es auch endlich. Gott. Mann, das nervt mich gerade, ey. Ich hätte das gerade beim ersten Mal schon geschafft, wenn er das geräuschlose Ausschalten genommen hätte. So doof rumgedingst hätte. Okay, der geht jetzt nach ganz unten. Die gehen nach vorne und teilen sich auf. Ah, ich überlege, welcher jetzt was Sinn macht jetzt. Ich darf mir zu lange überlegen. Vorstoß ausschalten. Das ist eine richtige Entscheidung, glaube ich. Jetzt bleiben wir noch zwei. Erstmal wieder nach oben in Deckung. So, komplett einmal quer durchs Bild. Also, wenn man es nicht sieht, ehrlich gesagt, müsste eigentlich ziemlich dämlich sein, aber okay. So, und jetzt bleiben nämlich nur noch zwei. Wenn wir uns richtig jetzt anstellen, dann merken wir das. Können wir jetzt alle beide geräuschlos ausschalten. Kommen schon ein bisschen schneller hier. So. Alles klar. K.O. Ist der letzte. Wo ist der letzte von denen? Also ist er abgehauen oder wo ist der da unten? Hm, keiner mehr da, was, mein Freund? Ah, diese Runde lief wesentlich besser als die davor. Ich könnte mich jetzt auf halber Treppe einfach mal hinter den. Tatsache funktioniert, auch wenn die Haltung sehr unbequem aussah. Signal der Handschuhe des Electrocutioners herausgefiltert. Sie können ihn jetzt mit Ihrem Scanner verfolgen. Zu spät, Alfred. Ich bin kurz davor, Black Mask in die Finger zu kriegen. Und vielleicht den Joker gleich dazu. Nun gut, jedenfalls steht es bereit, wenn Sie es brauchen. Alles klar, das werden wir auch demnächst machen, den Electrocutioner. Diese, ja, und so. Dieses Weichei, um ehrlich zu sein, so. Eigentlich ist das ja hier... Und ja, jetzt hat es aktualisiert. Jetzt können wir nämlich in Stahlwerk erst reingehen wahrscheinlich. Okay, jetzt funktioniert es nämlich. Und wir sehen ein schwarzes Bild. Der neue Boss ist ein echt guter Schauspieler. Ich hatte keine Ahnung, dass er unter der Maske steckt. Ich auch nicht. War eine 1A-Imitation von Zionis. Wie lange hat er sich wohl für ihn ausgegeben? Tage, vielleicht. Ah, okay, schade. Ich dachte, ich könnte mich hier unbemerkt anschleichen. Weil das konnte dann auch funktionieren, obwohl ich gerade im Angriff war. Hallo, ich würde mal ganz gerne den genau. Hallo. Dieses Kontern ist richtig mies. Hallo. Oh, jetzt aber. Endlich. Mein Gott. Ja, das geht mir ziemlich auf den Nerv, dass man zu mir kommt. Was hast du denn jetzt wieder? Alle unsere Jungs weg. Einfach in Luft aufgelöst. Billy, Paul, Frank. Denkst du, das war die Fledermaus? Fledermaus? Er wird sich bestimmt rächen, nachdem der Boss versucht hat, ihn kalt zu machen. Wer weiß, wollen wir uns rächen? Ich muss den Zugangscode für diese Tür finden. Echt jetzt? Der kann jede Tür umgehen.
Aber er muss den Zugangscode für diese Tür finden. Oh Mann, okay. Naja, hier führt eine Leitung hoch. Sie führt ins Büro. Wo müssen wir wohl lang? Jetzt nur noch die Frage, wie wir da reinkommen. Da durch diese Tür hier. Ich würde zu gerne diese Tür öffnen, aber ich sehe da oben schon... Ich würde ja zu gerne mal wissen, was passiert, wenn man tatsächlich die Tür öffnet. Das habe ich noch nie gemacht. Sollen wir mal? Komm, wir öffnen mal die Tür. Ein Automatikgeschütz. Ich muss einen anderen Weg hier finden. Echt jetzt? Wir sind im Arsch. Was ist, wenn er zurückkommt? Wir haben ihn verjagt. Oh Mann. Okay, das habe ich nie ausprobiert, tatsächlich, weil ich immer diesen Lüftungsschacht direkt gesehen habe. Weil dann jedes Mal gedacht habe, ja, macht ja keinen Sinn natürlich. Ist schon blöd, dass man zu probiert. Ja, irgendwie. Wieso kann ich auf den da vorne keinen Sprungangriff machen? Also das finde ich jetzt aber echt frech. Vor allem, warum kann ich den nicht einfach ausschalten von hier oben? Kommt doch mal hier rüber, ihr kleinen Pisser. Man könnte die wahrscheinlich tatsächlich auch von hier unbemerkt ausschalten. Hallo, kommt doch mal hier runter. Beziehungsweise nach vorne. Aber die sind auch als blau und also orange markiert. Ach, orange sind nur die Bewaffnung. Okay, ja, dann sollten wir vielleicht auch mal die erstmal ausschalten. Sieht nicht gerade freudig aus. Das hat immer funktioniert. Na so, komm, geh drauf. Verloren. Komm schon. Echt, aber da hat man wieder gesehen, der hat seine Waffe jetzt verloren. Den musst du dir neu aufsammeln. Im Gegensatz zu denen von vorhin, was ich ziemlich komisch finde, dass sie vorhin nicht verloren haben. Aber okay, Level geschafft. Ich muss diesen Computer hacken, um an den Zugangscode für die Tür zu kommen. Ach ja, immer diese Computer, die gehackt werden wollen. Okay, wo haben wir denn? Achso, das können wir auch einfach mit A. Ich lade gerade Daten von Black Mask Servern hoch. Ich brauche Codes für eine Sicherheitstür bei der Laderampe. Daten werden übertragen, Sir. Interessant. Sionis hat einen Herzschrittmacher. Hier steht, er leidet am Long-QT-Syndrom. Jede Erhöhung seiner Herzfrequenz könnte zum Herzstillstand führen. Sionis hat den Joker beschatten lassen. Auf diesen Fotos sieht man, wie er sich Chemikalien zur Sprengstoffherstellung beschafft. Ich muss Sionis finden. Er weiß, was der Joker plant. Ich habe die Sicherheitscodes gefunden, die Sie suchten. Viel Glück, Sir. Höchstwahrscheinlich weiß Sionis Bescheid, was der Joker vorhat. Wir hatten einen Stufenaufstieg jetzt. Oh, jetzt. Ja, komm schon. So. Natürlich holen wir uns jetzt die andere Rüstung erstmal noch. 25% mehr Rüstung gegen Schlagschäden. Ich glaube, das könnte helfen. Kommen wir hier jetzt irgendwie durch diese Scheiben durch? Ah, da oben, okay. So, da sind alle ausgeschaltet. Das ist gut. Also können wir einfach mal weitergehen. Müssen wir die Tür jetzt tatsächlich noch mit den kryptografischen Sequenzen ein? Ich habe in Sionis Daten Hinweise zu einer chemischen Substanz gefunden, die der ihrer Klebergranate ähnelt. Ich werde versuchen, sie in unserem Labor herzustellen. Wenn es funktioniert, habe ich schon bald einen Prototypen für Sie. Gut, den kann ich brauchen. Je mehr ich über den Joker herausfinde, desto klarer wird mir, dass irgendwas an ihm anders ist. Nein, Batman, am Joker ist etwas anders. Wie kommst du denn auf sowas? Ja, aber wir sind wieder am Ende der Folge angekommen, deswegen mache ich hier eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns übermorgen, also sprich am Freitag, in einer neuen Folge Batman Arkham Origins. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Dann geht's den Joker an den Kragen und hoffentlich retten wir Sionis und finden von dem heraus, was der Joker vorhat. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.